Ich habe mich gerade plötzlich an meine Rotation erinnert, jetzt wo es fast schon zu spät ist. Ja, besser nie, später als nie, ne? Wie passend auf meine eigene Situation gerade vorhin. Ich erlaube mir dazu heute keine weiteren Kommentare mehr. Tja. So, mehr müssen wir hier eh nicht machen, der Rest vom Raum edit ja nicht. Die Einfach mal Hohepriesterin los. zuerst und danach den Dicken. Oh, der haut aber ganz schöne Kellen raus hier. Jetzt habe ich zum Griff, ja. Nur immerhin muss ich mich nicht mehr um mein Leben Sorgen machen. Auch wenn ich schon wieder oben bin. Haut denn der da für Kellen raus, teilweise? Ach, scheiße. Kick, ich geb dir Seelenstein. Ja. Noch Cooldown gehabt auf dem Cast. Jetzt kann ich betäubt ohne Ende. Ja. Boah, was für eine Odyssee. Ja. Ja, der ganze Loot gehört uns. Bisschen was raus, war gut, gerade mein Inventar voll geworden, passt doch. Was habe ich da noch für Schultern? Stärker Ausdauer, Crit, Stärker Ausdauer. Das lag sicherlich an der Schokolade. Huch, und da war der Lukas jetzt durch Ulduar durch, wenn ich das so richtig sehe. Ja. Das werden wir auch wir irgendwann hoffentlich mal tun hier. Ja, dann können wir jetzt endlich hier raus. Wobei, Ruhestein. eine Quest können wir noch abgeben. Richtig. Hätte ich beinahe vergessen. Mein Wichtel hält dieses Feuer definitiv nicht aus. Wieso hast du eigentlich schon wieder Aggro gezogen? Das verstehe ich nicht. Ich sag dazu jetzt besser gar nichts. Gar nichts. Nein, nein, nein. Dazu, dass du gar Grinst nichts mir, wenn sagst, du das sagt lesen irgendwie willst. alles. Oh toll, ich habe auch ein bisschen was gepult, aber.
Weißt du, mein Konto ist ein bisschen ausgeglichener. Ja. Ich bin nicht so schnell umgekippt wie du. Ja, hast einen Riss. Danke. Im Gegensatz zu gewissen anderen Individuen wird meiner nicht vergeudet. Siehst du, ich lebe. Ja, er Ja, lebt. aber mein Inventar ist voll, da leckt mich da. Ziehe den Ehrenfeuer. Gut. Ich schau mal, ob ich unseren Hexenmeister da hinten auch nochmal aufkratzen kann. Ich habe hier einen Umhang. Bevor er sich festtritt. Weißt du, wieso ich mir meinen Seelenstein selber gebe? Gelegentlich macht's schon Sinn, bei so wie du spielst. Naja, also das nächste Mal überlege ich mal dreimal, ob ich dir einen Seelenstein gebe, ne? Nur mal so. Mein Gesundheitsstein halt mehr als dein Lichtblitz, ne? Ja und? Es ist ja auch ein Gesundheitsstein. Wäre ja sonst wertlos, wenn der weniger heilen würde als so eine kleine Heilung von einem Tank. Und da Ich habt ihr es wusste schon. doch, dass ich wusste doch, dass du ihn brauchen würdest. Ach, okay. So, endlich. Endlich. Er ist in Sicherheit. Das ist die schlimmste Quest, die ich je gemacht habe. Passt auf diesen Mann auf. So, wir sind durch. Durch die längste Inni in diesem Spiel. Letzten Schnaps, das wär's. Wie lange haben wir jetzt eigentlich Aufnahmezeit? 1 Stunde 48. Ja, passt doch. Und die erste Quest außerhalb der Innis haben wir immer noch nicht fertig. Wer questet auch in Winterquellen? Machen wir das nächste Mal. Das nächste Mal, ja klar. Haben es eh schon relativ kurz vor Level 45 geschafft. 54, so rum. Es waren wieder 3,5 Level, die wir geschafft haben. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, noch auf 10 Minuten schnell was zu machen. Oder wir grinden jetzt einfach die letzten EP bis Level 54 zusammen oder so. Habe ich schon. Ach, du hast es schon, ja. Ich bin doch schon 54,5. Ja, du hast ja nur ein bisschen länger erholt Bonus gehabt, ne? Ich habe ihn immer noch. Nee, doch nicht. Der ist weg. Schade. Ich dachte, er hält noch ein bisschen. Ne, bei dir hält dann, glaube ich, bis zu 3 Level. Die sind jetzt definitiv rum. Ja, dann können wir in einem halben Jahr wieder aufzeichnen. Ne, die nächste Aufnahme wird dann, so wie ich das jetzt sehe, in höchstwahrscheinlich wieder 6 Wochen sein, also 1,5 Monate. Das wird dann so sein. Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 29., 30. November was rum. Und das fällt mir ein, das ist ungünstig. Da kommen gerade Omega Rubin und Alpha Saphir raus in der Zeit. Aber das kann ich mal ein Wochenende einrichten für sowas. Aber mal schauen. Wenn du wieder mit dabei sein willst, dann sag Bescheid. Ansonsten machen wir das Lass nächste mal Mal wieder zu gucken, wie die zweit. Reaktionen so ausfallen. Dann natürlich gerne.
Ja, Da okay, war ja dann Gold. mache ich hier mal einen kleinen Aufruf. Schreibt doch mal in die Kommentare, wollt ihr Exe das nächste Mal wieder dabei haben? Ja, nein, leckt mich am Arsch, vielleicht, was weiß ich. Schreibt einfach irgendwas rein. Also ich werde jedes Leck mich am Arsch als Ja zählen. Hat mir aber Spaß gemacht. War mal ein netter Ausflug. Ja. Man macht ja prinzipiell das Gleiche, was man sonst auch tut. Man labert nur dabei die ganze Zeit. Ja, man wird dabei beobachtet, irgendwie im Nachhinein. Also jetzt, irgendwann. Das ist toll. Man gewöhnt sich Irgendwie dran. nicht. Irgendwann blendet man es aus und man macht Ja, ihr einfach. macht ja auch jeden Abend wahrscheinlich noch nachts im DSF Livecam und so, aber ich nicht. Nee, sowas mache ich nicht. Aber der andere hier bestimmt, dem traue ich alles zu nach der Runde. So. Oh, du, ich mache einige Sachen, aber sowas auch weniger. Hey, ich habe schon die dritte Geisterperle der Winterfälle. Ich fliege hier eigentlich nur sinnlos im Kreis. Man sieht's. Aber es macht ja nichts. Ich müsste ja ein bisschen aufräumen. Ja, die letzten paar EP bis zum Level Up, die kriege ich so noch zusammen. Ich meine, ich kriege jetzt irgendwie 115 EP für jeden Mob. Und ich habe schon 5 Geisterperlen, yay. Sind die Seelen gebunden? Ich gehe mal von aus, ja, sind sie. Schade, hätte ich erstmal mal A geguckt. Wenigstens nicht mehr so überfarmt wie vorher. Es sind zwar immer noch viel zu wenig Mobs da, aber. Man findet zumindest alle Nase lang mal ein paar Mobs. Aber muss ich mir merken, Winterquell eignet sich nicht zum Gruppenquesten. Nach Ternaris gehen sollen. Im Endeffekt hätte es keinen großen Unterschied gemacht. War ja eh die meiste Zeit in den Indies unterwegs. Jetzt, wenn die Mobs noch irgendwie ein bisschen häufiger diese Teile droppen würden, wäre es ja eigentlich echt super. Aber es droppt ja irgendwie anscheinend nur jeder dritte eins. Ich hab dich gewarnt. Du wolltest hierher eigentlich. Und ich habe seit dem Kataklysmus nicht mehr hier gequestet, deswegen kenne ich die Quests hier nicht Ich gehe wirklich. ja immer hin, weil normalerweise hat man hier seine Ruhe. Aber es
Seit sie die Realms zusammengelegt haben, ist es schlimmer geworden. Plötzlich begegnet man wieder anderen Spielern und fragt sich, muss denn das sein? Yay, da ist Nummer 8. Ich brauche nur noch 2 Stück, bin ich fertig. Was war denn das jetzt gerade im Hintergrund? Das war deine Nummer 8. Das ist Nummer 9. Dafür habe ich leider keinen Soundfall. Na komm, der letzte droppt doch auch noch. Nee, der hat nicht. Ja, ich hab die 10. So, ich gebe mal ab in der Hoffnung, dass ich dadurch noch mein Level up bekomme. Hat gereicht. Level 54. So, Chrissy, wie schaut's mit dir aus? Wie viel brauchst du noch? 1. Passt. Und die Quest unten kann man ja auch noch abgeben, die Lieferungsquest da. Und auch nochmal 3400 EP. So, mehr mache ich jetzt aber nicht. Ich warte jetzt nur noch drauf, dass du noch Level 54 wirst und dann beenden wir die Aufnahme. Wird wahrscheinlich nichts mehr fehlen, noch ungefähr 34.000 EP. Ach so. Ja gut, die Quest gibt 12.000. Ja, ich bin nämlich immer ein Stück hinter dir. Weißt du was, du kannst die Quest trotzdem abgeben und du kannst die kannst dein Hexer ja offscreen einfach ein bisschen weiter leveln. Weil wir sind jetzt ziemlich genau ein bisschen über 2 Stunden, habe ich hier gerade nochmal nachgeschaut. Dann wäre doch jetzt der optimale Zeitpunkt, die Aufnahme zu beenden. Tschüss. Ja. Wollte gerade fragen, ob ihr noch was zu sagen habt.
Ciao. Nein, vielen Dank fürs Mitnehmen, war nett. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Gerne wieder. Jo. War auf jeden Fall wieder mal ein bisschen was anderes, auch wenn es mal wieder ohne Webcam, ohne Splitscreen oder irgendwas war. Dafür aber halt mal mit Gästen dabei. Okay, ich beende jetzt die Aufnahme, bevor ich noch mehr Scheiße labere. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Für euch in einer Woche, für uns ist es 6 Wochen. Bis dahin, ciao. Ciao. GG. Tschüss.